Ciao ragazzi, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Projekt Fernweh. Einen schönen Freitag wünsche ich euch. Ja. So, können wir zusammenklappen. Ja, wie soll ich sagen, es ist ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar, ich hatte einen fehlerhaften Mod drin. Beim Durchschauen im Shop ist mir das Spiel abgeschmiert. Das heißt, wir haben jetzt zwei abgeschlossene Missionen und hier können wir das restliche Stroh nicht mehr abfahren. Naja, das heißt hier, die Strohsammelaktion ist hiermit beendet. Da können wir nichts mehr machen, das bekommen wir nicht mehr. Ja, dann müssen wir halt abschließen und abschließen. Die Hühnchen bekommen noch was. Ach so, ich sehe gerade. Weizen bringt 50%, Zuckerrüben bringt 50% und Sojabohnen 40%. Jetzt haben wir 90. Weizen, ja, egal. Jetzt haben wir es ja schon am Hof. Den habe ich schon nach Hause gefahren. Wenn wir es schon haben, dann... So, jetzt ist halt die Frage, wie bekommen wir da am besten rein, ohne uns komplett festzufahren? Geht das hier so? Jo. Immer rein damit. Aber wo ist hier eigentlich? Da ist eine Futterrinne. Scheint so. Aber alles haben sie nicht gebraucht. Das heißt etwas... Ui. Etwas können wir ins Lager reinwerfen. Die 3400 Liter, die behalten wir uns einfach auf. Ja, jetzt ist das alles voll. Perfekt. Tierchen. Versorgt. So. Ja. Schauen wir mal, ob man das, ups, ob man das hier so einigermaßen... Up. Stop. Motor ab, dann wird eingebremst. Dann lagern wir das mal ein. Schauen, wird das angezeigt? Jo. Perfekt. Also im Nachhinein ist so ein, oder waren die Drehschimmel doch nicht so eine gute Idee. Naja. So. Also solange wir einigermaßen Platz haben, um umzudrehen, geht das ja noch. Und wenn wir eigentlich alles gleich verkaufen würden, dann geht es ja auch. So, dann schnappen wir uns den zweiten Anhänger. Einmal rum. Zack. Und dann stellen wir den schon mal bereit, weil der kann dann wieder runter. Zum Drescher. Hier müssen wir noch ein bisschen warten, bis da alles fertig gereift ist. Weil das Eckchen hier hinten ist ja noch nicht erntereif. Naja. So, unseren Traktor. Ja genau, da haben wir in der letzten Folge gesprochen. Was machen wir? Weil wir haben jetzt... das Feld haben wir mit Soja angesät, oder? Jo. Das ist jetzt im Wachstum. Müsste noch einmal gedüngt werden, aber da warten wir noch auf das Unkraut, weil dann können wir das mit den Striegel düngen und Unkraut wegmachen. Und hier müssen wir warten, da fängt schon langsam an reif zu werden und hier haben wir noch einen Bereich. Und hier haben wir ja viel Hafer, das heißt viel Stroh. Jetzt die Frage, was machen wir damit? Wir können es verkaufen, aber wir haben halt nur diesen kleinen Anhänger oder Ladewagen. Und der hat, jetzt eh nicht die Welt gekostet, aber 13.000 Liter ist halt nicht so viel. Was gäbe es denn für Möglichkeit? Wir können zum einen Ballen pressen. Aber da ist halt dann auch eine günstige Ballenpresse. Was hat man da alles drinnen? Okay. Da hat man das Ding.
Die Ballenpresse hier. Man kostet halt auch 18.000. Das Rundballen, die kostet auch 40.000. Mann, oh Mann. Wird alles teuer. Ja, günstiger wird's nicht. Und dann bräuchten wir natürlich, das habe ich ganz vergessen, auch was zum Abtransportieren. Bei Quaderballen wird das so ein Autostack. Oder bei Rundballen. Ja, 50.000 kostet sowas auch bei Rundballen. Quaderballen ist der günstigste, 57.000. Mit Frontlader habe ich jetzt keine Lust, wenn man viele Ballen hat, die herumzufahren. Was sind das für eine? Sind die mit Autoload wie? Ja, die werden mit Autoload, okay. Ja, das würde gehen. Hier mit Autoload etwas zu erleichtern. Oder sonst hier für Rundballen so eine, die Ursus. War da, das spricht halt auch nicht dafür. Die passen nur 8 Ballen drauf und kostet 40.000. Und so ein originaler Henderson kostet 10.000 mehr, also 50.000. Da passen halt dann mal geschmeidige 24 Stück drauf. Oder sonst einen Ladewagen. Was haben wir so drinnen? Der Strautmann, ja, 10.000 mehr, 10.000 Liter mehr. 46.000. Haben wir hier 30, ne. Da hätte auch nichts Passendes da drinnen. Naja. Müssen wir uns dann überlegen, was wir da machen. Aber jetzt werden wir den erst einmal. Oder ne. So. 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 Ne, hier. Wir wollen ja hier dann anfangen zu dreschen und das geht erst, oder wollen wir erst, wenn das fertig gereift ist, dann werden wir etwas vorspulen. Da ist halt die Frage, gibt es irgendwas Interessantes zu missionsmäßig? Kartoffeln? Nö. Nö, nö, nö. Auch Kartoffeln? Nö. Zuckerrüben ansehen auf F20. Das kann aber nur der Fendt machen, denn der hat eine Einzelkorn-Sämaschine im Moment. 4.000, das könnten wir machen. Ja, da ist nicht großartiges Interessantes dabei, deswegen werden wir hier mal etwas an der Uhr drehen. Dann schauen wir, ob der Rest doch noch reif wird. Ich würde mal sagen, bis 14 Uhr. Immer etwas schneller. So. Hat sich was getan? Ja, nein, vielleicht. Hier. Ne, das braucht doch. Dann nehmen wir noch eine Stunde. So, große Nachfrage beim Sägewerk, was ist denn da los? Brauchen wahrscheinlich Holz, oder? Ja, gute Frage. Das Sägewerk ist da unten. Da ist nirgends was. Einzige Hackschnitzel nehmen sie, aber das ist ja keine große Nachfrage. Komisches Insert. Okay. Müssen wir noch mehr vorspulen? Gibt's das? Ja, dann nehmen wir halt noch ein bisschen. So, noch immer nicht. Ja, das dauert noch ein bisschen. Dann nehmen wir noch eine Stunde. So, jetzt vielleicht. Das ist immer so eine Sache, wenn man wartet darauf, dass was passiert und dann passiert nichts.
Im Wachstum. Zwischen hier unten. Ja, das können wir inzwischen da mal machen. Hier muss der Strichel ran. Das heißt, werde mal den zum Hof schicken. Da kann ja den Ladewagen abstellen und den Strichel holen. Hof A. Aber wenn wir schon hier sind, dann fährst du zuerst einmal bei der. Ein Hof A. Hof A war richtig. Hof 3 war ja der Hühnerhof. Könnte ich vielleicht auch anders benennen. Aber das stört mich jetzt schon ein wenig. Das letzte Stückchen hier. Eigentlich könnten wir auch darauf verzichten, weil so übertrieben viel ist das nicht. Das sind ein paar Meter. Ja, komm. Dann fangen wir hier schon mal an mit dem Ernten. So, ab geht's, Drescher. Erst einmal aufklappen. Und Strohablage einschalten. So, Feld 44. Haben wir da schon was? Nö, haben wir nicht. Dann machen wir da mal geschwind etwas. Cursus Maximus-mäßiges. So. Ab geht's. Und Feldgenerierung. Oder Kursgenerierung ist. Schauen wir mal, was macht denn hier? Ja. Zweimal. Ja, so richtig optimal ist es halt nicht, oder? Wir könnten ja hier längste Kante probieren. Ja. Dann nehmen wir das hier. Fahr. Ja. Satz mit X, das war wohl nix. Du fängst hier an. So. Da überlappt sich sicher was, oder? Jo. Deswegen. Aber jetzt geht's. Jetzt läuft der Lachs. So, den speichern wir schon mal. Passt. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal, währenddessen der dann den Strickel holt, düsen wir mit unserem neuen Lamborghini Racing gleich mal los. Denn wir müssen einen Abfahrer bereitstellen. So, und hier muss dann gestriegelt werden. Müsste eigentlich, ich habe den Mod Düngefunktion für Striegel drinnen, müsste eigentlich das Unkraut entfernen und gleichzeitig auch eine Düngerstufe geben. Sofern sich da nichts getan hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so passt. So. Wie fahren wir denn jetzt am dümmsten? Ui, was war das jetzt? Ich würde sagen, wir fahren hier rechts rum, denn dann kommen wir da oben raus. Müsste ziemlich in der Nähe von unserem Feld sein. So, ja. Und diesmal hier den Bahngleisen einmal entlang. Dann sollten wir ungefähr in die Richtung kommen. Können wir auch die Karte aufmachen? Ja, da kommen wir bei Feld 10 raus. Also das passt. Wenn wir die Feldwege entlang ballern. So. Moin. Genau, da kommen wir hier bei der Allee hier raus. Aber jetzt ist 17 Uhr. Ich bin gespannt, ob wir das am heutigen Tag noch schaffen, das Feld abzuernten. So. Dann geht's raus, weil das muss noch zu Ende reifen.
Aber in einem Feld können wir zumindest mal anfangen, weil da ist nur ein kleiner Streifen, der nicht reif ist, aber hier ist ja das komplette Feld noch nicht reif. Aber schauen wir mal, wie lange denn das hergeht, bis das Feld vollständig erntereif ist. So. Ja, da sind wir auch schon wieder am Feld. Bin mal gespannt, wie weit der Drescher schon gekommen ist, ob er schon hier irgendwo in der Nähe ist. Ah, der ist schon einmal komplett rum. Ja, dann würde ich mal sagen, dann fahren wir einfach mal hier aufs Feld. Ja, ja, ist schon gut. Weil hier auf der Straße dürfen wir nicht fahren, er ist ja Einbahn. Echt jetzt? Der ist einmal rum und ist noch nicht mal voll? Naja. Okay, also übertrieben viel Ertrag ist es dann nicht. Aber wie viel das dann im Endeffekt ist, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut bei der nächsten Folge wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.